Ja, hier ist wieder euer Jens. Ich grüße euch. Es geht heute um das Thema Fahrtechnik. Wir wollen euch ein paar Übungen zeigen, mit denen ihr eure Sicherheit im Umgang mit dem Rad im Verkehr verbessern könnt. Vorab noch ein paar Tipps, was man so auf eine Radtour mitnehmen sollte. Also idealerweise hat man ein kleines Mini-Tool dabei, mit dem ich gewisse Sachen in Kürze reparieren kann. Ein Ersatzschlauch solltet ihr mit dabei haben, natürlich auch eine Pumpe und einen Reifenheber, mit dem ihr im besten Fall den Reifen von der Felge runter montieren könnt. Sonst ist es sehr ärgerlich, wenn ihr 20, 30 Kilometer vom Wohnort entfernt seid und kommt wegen eines Reifendefekts oder kleinen Reparaturen nicht mehr nach Hause. Wir üben das Kreisefahren gegen den Uhrzeigersinn und schauen mit dem Kopf immer schon in die Richtung, wo wir hinfahren wollen. Und natürlich auch in die Gegenrichtung. Wichtig ist, über den Kopf schon in die Richtung zu drehen, wo man hin will. Im nächsten Schritt versuchen wir, eine liegende 8 zu fahren. Auch hier ganz wichtig wieder, das Rad lenkt dorthin, wo wir den Blick hinwenden. Und auch hier wieder bitte in die Gegenrichtung üben. Als nächstes das Slalomfahren um die Pylonenmarkierung. Wichtig hierbei ist es, nicht zu nah an den Pylonen vorbeizufahren und kleine Schwünge zu ziehen. Auch der Sicherheitsblick über die Schulter muss geübt werden. Das verzögerte Bremsen sollte mit Vorder- und Hinterradbremse stattfinden. Damit ist man in der Lage, schnell auf eine Notsituation zu reagieren. Wenn möglich, sollte auch eine Vollbremsung geübt werden, um zu sehen, wie das Fahrrad reagiert. Beim Bordsteinkönig fährt man möglichst langsam von Punkt A nach Punkt B, ohne den Fuß dabei abzusetzen. Wie man hier sieht, wird die Gleichgewichtsfähigkeit ideal trainiert. Versuchen Sie doch einmal mit dem Vorderrad rechts an der Pylone vorbei, mit dem Hinterrad links an der Pylone vorbei zu fahren. Dies ist sicherlich eine Übung für fortgeschrittene Radfahrer. Als Markierung kann man solche Pylonen nehmen oder man bedient sich der eigenen Trinkflasche des Fahrrades oder man nimmt Plastikflaschen, die man zur Hälfte mit Wasser füllt, damit diese nicht so leicht umfallen können. Ja, das waren meine wichtigsten technischen Übungen, mit denen ihr auf jeden Fall etwas mehr Sicherheit im Umgang mit eurem Rad erlernt. Diese Sachen aber bitte nur auf verkehrsberuhigten Plätzen durchführen.